So, wir sind in Britain und mal sehen, ob sich irgendwas getan hat seit unserem kurzen Abstecher. Im Grunde genommen waren wir ja nicht lange weg, wir waren halt bloß ein paar Minuten weg und plötzlich haben sich die Dinge verändert, aber so ist es halt, man löst irgendwelche Trigger aus und plötzlich ändert sich alles. Es wird geredet, dass ihr die Ziege des Bauern gestohlen habt. So wird's gemacht. Lasst sie schön im Zweifel. Was? Anscheinend verdächtigt er uns, dass wir eine Ziege gestohlen haben, aber er sagt uns auch gleichzeitig, ja, so macht man das richtig, einfach schweigen. Aber was, wie, wo, wer? Ich habe niemandes Ziege gestohlen. Und natürlich nicht, mein Freund. Wir tun sowas nie. Ich bin sicher, dass die Ziege von selbst weggelaufen ist. Eventuell. Ich weiß jedenfalls nicht. Aber er tut so, ja, ich weiß genau, wie es läuft hier. Ja, ich verstehe dich schon, Kumpel. Bester Freund. Diese Ratten hier regen mich jedes Mal auf. Warum kann sich keiner um diese Ratten hier in diesem ollen Lagerhaus kümmern? Außer mir. Bin ich der offizielle Avatar-Rattentöter? Wo ist sie denn überhaupt? Da. Tschüssikowski. Und du, hast du auch irgendwas bemerkt? Ich grüße euch, Avatar. Die Hm. Regeln haben sich geändert. Die Kranken werden endlich versorgt. Das ist eine gute Idee. Das war eine traurige Miss. Bringt mir eure Spenden. Okay. Der hat anscheinend nichts bemerkt. Hey du. Könnt ihr 10 Goldstücke entbehren? Ja, okay. Hier, 10 Goldstücke, aber nicht verschleudern. Oh, habt Dank. Danke, Herr. Das war eine Ziege. Schmied, weißt du etwas? Ahoi, wie geht's denn? Ich heiße Giovanni, bin der Schmied hier. Ich habe alle möglichen Waffen, Rüstungen, alles, was der Abenteurer braucht. Wendet euch an meine Frau Ol. Wendet euch an meine Frau Olwin, wenn ihr was braucht. Was ist das mit dieser Ziegengeschichte? Was ist hier los? Vielleicht sollten wir die örtliche Schenke aufsuchen, um uns zu erkundigen. Die Schenke, der Ort, wo in diesem Spiel eigentlich gar nicht so viel passiert. Aber in anderen. Er hat glatt auf den Avatar. Er hat klasse, ist geheimnisvoll. Geheimnisvoll? Warum geheimnisvoll? Man hat ihn mit einem attraktiven Piratenmädchen aus Buccaneers Den gesehen. Nein, doch. Und wer weiß, was er als nächstes anstellt. Okay. Die Abenteuer des Avatar. So schnell sprechen sich also solche Gerüchte rum. Unglaublich. Kann ich euch helfen? Keine Ahnung. Wie heißt ihr? Wie ich heiße? Warum wollt ihr das wissen? Wie heißt ihr denn? Tut mir leid, es war nicht böse gemeint. Ich bin der Avatar. Ja, ist ja in Ordnung. Ich meine, macht mir keine Schwierigkeiten. Ich will keine Schwierigkeiten. Ganz ruhig, ich will keine Schwierigkeiten machen. Ich bin ein Freund. Freund? Ihr seid nicht mein Freund. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Lasst mich in Ruhe. Ich bin der Avatar, das habe ich dir gerade gesagt. Bist du irgendwie durcheinander? Ich meine, brauchst du Hilfe? Soll ich dir irgendwas bringen? Oder besser nichts? Je nachdem, woher deine Verwirrung stammt. Komische Leute. Seid gegrüßt, Avatar. Ihr habt einen gesegneten Durst. Ich würde mich gern an einer Runde beteiligen, wenn ihr mir einen ausgebt. Wovon redest du? Als ihr neulich hier wart, habt ihr alle unter den Tisch getrunken und allen einen ausgegeben. Und nichts bezahlt. Ja, die Zeche so zu prellen ist gar nicht eure Art. Ihr Nee. wart wohl besoffen. Ach, damals. Ich muss wohl besinnungslos gewesen sein. Kann mich an gar nichts erinnern. Ihr sprecht besser mit Dara und zahlt. Sie ist ziemlich sauer auf euch. Lebt wohl. Nun gut, lebt wohl. Das habe ich allerdings auch nicht gemacht. Seid gegrüßt, Avatar. Ja. Wovon redest du? Als ihr noch. Das habe ich nie gemacht. Sicher, Avatar, was immer ihr sagt. Keine Sorge, ich sage es niemandem. Aber anscheinend weiß es ja schon jeder. Lebt wohl.
Nun gut, lebt wohl. Okay, wenn es hier Zechpreller gibt und, naja gut, wie teuer ist denn die Zeche, die wir hier zahlen müssten? Was glaubt ihr, einfach so hereinzuplatzen, Avatar? Ihr kriegt nichts, bis ihr nicht eure Schulden von der letzten durchzechten Nacht beglichen habt. Diese durchzechte Nacht kostet euch 75 Goldstücke. Okay, das ist nicht so viel. Wahrlich, das war ich nicht. Zahlen werde ich auch nicht. Lebt wohl. Ihr zeigt ihr euer Gesicht besser nicht, Diebsgesindel. Wow. Was glaubt ihr, einfach so hart diese durchzecht... Okay, weißt du was? Ich geb's mal aus, ich hab das Geld übrig und wenn es die Leute beruhigt... Tut mir leid, hier ist euer Gold. Hab Dank, Avatar. Nun, etwas zu trinken gefällig? Ja, die Karte bitte. Die Karte bitte? Als wären wir hier in einem Restaurant. Das würde ich jetzt definitiv nicht behaupten, dass wir in einem Restaurant sind. Das ist eine Schenke, Mann. Was für einen Tagebucheintrag haben wir bekommen? Irgendwas ist hier faul im Staate Britannien. Tag 17. Ich bin in die Taverne in Britain gegangen und wurde beinahe aus dem Ort geworfen. Es sieht so aus, als habe sich jemand für mich ausgegeben. Ah, und die Zeche geprellt hat. Warte, ja. Okay. Jemand gibt sich für den Avatar aus. Wer könnte das nur sein? Ich meine, wir haben diese ominöse Person schon einmal gesehen. Und, es macht Sinn, dass die Leute denken, er wäre der Avatar. Avatar? Ihr Schwindler! Ihr habt meine Ziege gestohlen! Leugnet nicht! Verlasst meinen Grund und Boden! Ach. Avatar! Oh. Okay, er vermisst eine Ziege. Ich war es nicht. Es war jemand anders. Naja, wir müssen es beweisen. Ich grüße euch. Angenehmes Wetter, nicht wahr? Ja, tatsächlich. Indeed. Was? Was machst du da? Was ist hier los? Guten Tag, aber wen greifst du da an? Die Ratte? Ich helfe dir mal kurz. Aber es ist ja schön zu sehen, dass die Wachleute in Britain auch ihre Aufgaben wahrnehmen und die Stadtmauern vor Riesenratten schützen. Was hat mein Doppelgänger noch alles angerichtet? Irgendwas beim Bogenschützen? Das kann ich da. Ach da. Ich habe hinten ein Übungsfeld, falls ihr etwas auch. Natürlich, wenn ihr der Übung. Nein, danke. Lebt wohl, mein Freund. Okay. Seid gegrüßt, Freund. Anscheinend hat unser Doppelgänger nicht überall was ruiniert. Nur an bestimmten Orten. Einen guten Tag, mein Herr. Tag. Die Knochen liegen immer noch. Oh. Sliding. Irgendwas in der Abtei der Liebe. Oder Kirche des Avatar oder wie das Ding auch heißt. Avatar, habt nochmals Dank. Meine Familie schätzt eure Hilfe wirklich sehr. Das ist schön. Wurde hier etwas verbrochen? Okay. Ich habe keine weiteren Fragen. Oh, seid gegrüßt, Avatar. Entschuldigt, aber ich bin augenblicklich sehr beschäftigt. Okay, die silberne Schlange ist noch immer nicht zurück. Wenn wir das tun, dann verlieren wir unseren Gildenstatus. Oh, Avatar, sagt mir, habt ihr ein Zeichen der verlorenen Schlange oder dieser verräterischen Göre Aria gesehen? Wenn wir sie nicht bald finden, fürchte ich, dass der heimtückische Krebs des Schlangengifts unser schönes Britannia schnell heimsuchen wird. Ich werde nach der verlorenen Schlange suchen. Lebt wohl. Ich werde suchen, ich habe sie schon gefunden. Aber ich warte noch etwas. Das Einzige, was dann passiert im Großen und Ganzen, ich weiß gar nicht, ob sie dann Schlangenwein verkauft, was cool wäre. Aber erstens habe ich genug andere Sachen und zweitens, das einzig andere wäre 2 Karma-Punkte. Und ganz ehrlich, Karma kann ich mir in Minok besorgen, wie ich lustig bin.
Auch wenn es ein Trick ist. Aber ein Trick, der funktioniert. Ihr Magier. Avatar, ihr habt eure guten Werke fortgesetzt? Nico sagte, dass ihr ihn in Kof gerettet und die Dinge in Moonglow zurechtgerückt habt. Ihr seid ein Held, wirklich. Wir alle schulden euch Dank. Cool. Ja, das ist passiert. Ich grüße euch. Wie Wie steht es in Kof? Nun, ich bin gleich weggegangen, als ihr mich aus dem Gefängnis... Könnte ich... Natürlich. Wie ich sehe, seid ihr auch noch ein Mitglied der Gilde. Oh, okay. Wegen der Mitgliedschaft und der Tatsache, dass ihr mich in Kof gerettet habt, berechne ich euch die niedrigsten Preise. Ah, okay. Er gehört auch zur Gilde. Ich dachte, das wären nur so Verbrecher oder so, aber cool. Na, jetzt können wir hier Zutaten kaufen und Tränke. Aber trotzdem war alles sehr teuer, finde ich. So, trotzdem noch 100 für Knoblauch. Darf es sonst noch etwas sein? Lebt wohl, Nico. Aber es ist cool, dass das eben nicht nur verbrecherische Schmuggler und andere Gestalten betrifft, sondern eben auch so einen ehrlichen Händler wie Nico ja sicher ist. Ihr seid alles normale NPCs. Ich grüße euch. Sagt, meint ihr... Achso, das ist der... Ich habe meinen Karren heute gewaschen, Kerl. Und dann wird's sicher regnen. Ich war ein schrecklicher Knauser. Mhm. Seid gegrüßt, edler Herr. Ja, okay. Da hat sich nichts getan. Okay, irgendwas mit einer Ziege ist passiert. Willkommen, mein Freund. Ich brauch... Lebt wohl. Okay, das ist auch nur ein normaler Händler. Okay, dann suchen wir mal unseren Freund auf, den Doppelgänger. Ich meine, wir wissen ja, wo er hockt. Stellen ihn mal zur Rede. Hier hinter dem Museum. Er ist gar nicht mehr hier. Wo ist er? Wo hat er sich versteckt? Ich glaube nicht, dass er in Britain ist. Wenn, dann ist er irgendwo anders. Aber ich möchte eine Sache überprüfen. P303. Okay, da wir sowieso hier sind und die höchste Geschicklichkeitsstufe haben, können wir uns von YOLO auch hier die beste Bogenschusstechnik beibringen lassen. Gehen wir mal dahin. Naja. Ah, ich kann wieder Gold aufsammeln. So lange her. Dass ich Gold hab fallen sehen aus Gegnern. Hey, Orson. Ich grüße euch, Avatar. Was tut ihr hier? Ich dachte, ihr versteckt euch noch in den Ruinen. Seid ihr gekommen, um allen Gästen noch einmal einen auszugeben? Was? Wovon redest du? Was meint ihr denn, wovon ich spreche? Ihr habt allen möglichen Unfug gestiftet, guter Mann. Ziegen gestohlen, die Zeche geprellt. Wenn ich an eurer Stelle wäre, würde ich mich auch in diesen Ruinen verstecken. Welche Ruinen? Ich weiß nicht, wer diese Dinge getan hat, doch ich war es nicht. Junge... Ich würde euch ja gern glauben. Dieses Verhalten passt auch nicht zum Avatar. Wenn ihr es nicht gewesen seid, müsst ihr einen Zwilling hier haben. Mhm. Ich schätze, es ist vielleicht besser, wenn ihr euch diese Ruinen mal anseht und herausfindet, was dort vor sich geht. Okay,
Wo sind die denn? Ruinen? Was für Ruinen? Ach, kommt schon. Bei mir braucht ihr euch nicht zu verstellen. Ich verstelle mich nicht. Von was für Ruinen sprecht ihr? Junge, es ist euch ernst, nicht wahr? Mhm, die Ruinen befinden sich entlang der Ostküste Britannias. Mhm. Verlasst Britten durch das Osttor und geht weiter Richtung Osten, bis ihr zur Küste kommt. Von dort aus ist es nur noch ein kurzer Weg gen Norden zu den Ruinen. Es gibt keinen Pfad nach Norden. Ihr müsst klettern, um dorthin zu gelangen. Hm, na gut. Lebt wohl. Also haben wir einen Hinweis jetzt von Orson, so heißt er eigentlich. Ich glaube, er hat uns seinen Namen nie genannt. Wo wir den Doppelgänger finden können. Also im Osten. Das ist ja gar nicht weit weg von hier. Jolo. Wie gut, dich wiederzusehen, alter Freund. Bist du bereit, das letzte Geheimnis des Bogenschießens zu erlernen? Diese Technik ist ein streng gehütetes Geheimnis, das nur Meisterschützen bekannt ist. Sie heißt Todeswolke. Sieh her. Sieh her. Und so denn bringt uns Jolo, weil wir ihn am Leben gelassen haben, die beste Schusstechnik bei. Hervorragend. Jetzt bist du bereit für den Kampf. Yeah. Trage meinen Bogen in die edle Schlacht, Avatar. Oh. Viel Erfolg, mein Freund. Super cool, Jolo. Danke, Mann. Das nenne ich Freunde. Und das ist Jolos roter Superbogen. Und der normale Bogen, ja, macht so viel Schaden. Und Jolos Bogen macht doppelt so viel Schaden. Wo können wir den eigentlich ad absurdum führen? Wie gut, dich wiederzusehen, alter Freund. Oh, Stones spielt die berühmte Melodie. Da, 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 da. Mal sehen, wie effektiv das ist. Ne? Seid ihr keine Gegner oder was? Erledigt mit einem Schuss. Mit einem Schuss erledigt. Da sage noch einer, Jolo wäre nicht cool. So ein alter Knacker und er hat es immer noch drauf. Ist ja auch einer der ältesten Gefährten des Avatar. So, die Ruinen, die müssten wahrscheinlich eher hier sein. Weil ich bin jetzt schon etwas nördlicher als... da sind sie ja. Eigentlich ist es viel schneller, hierher zu kommen. Ah, da ist er ja. Als wenn ich den anderen Weg, den Orson mir gesagt hat, gegangen wäre. So, dann wollen wir den mal zur Rede stellen hier. Du kannst nicht einfach Zechen prellen und Ziegen entführen. Thorsten schlenderte am Fluss entlang. Was war für den Fisch ein großer Fang? Hallo, Avatar. Schaut, ich sehe genauso aus wie ihr. Ich wollte tugendhafter sein und habe mir deswegen diese Kleider genäht und Menschen geholfen, wie ihr es tut. Ist das nicht großartig? Wie hast du denen genau geholfen, Evidius? Wie habt ihr den Menschen geholfen? Gut, da war dieser junge Mann, der Milch brauchte. Aha. Ziegen geben Milch und sie fressen allerhand Abfälle und Zeug. Aha. Also ich dachte, eine Ziege wäre gut für ihn. Also beschaffte ich ihm eine. Nicht wahr? Nur später konnte ich ihn nicht mehr finden. Keine Ahnung, wohin er verschwand. Jedenfalls, dann kam ich in die Taverne und da waren viele Leute dort. Nur sie sahen nicht sehr glücklich aus. Also dachte ich mir, ich mache sie glücklich. Also kaufte ich ihnen allen Getränke. Viele Getränke. Und dann waren sie alle glücklich. Ich dachte mir, das macht ihr ja auch, nicht wahr? Ihr macht Menschen glücklich. Nun, und ihr tötet Monster und Gesindel. Ich habe noch keine Monster umgebracht, aber ich werde es versuchen. Vielleicht morgen. Jawohl, ich denke, dass ich morgen nach Destart gehen und einen Drachen besiegen werde. Ihr habt Drachen besiegt, nicht wahr, Avatar? Das habe ich, aber ja, ach, er hat eine gute Gesinnung, aber er denkt das nicht durch. Wartet nicht so schnell. Evidius, ich weiß, dass ihr es wohl meint, aber ihr helft den Leuten nicht. Was meint ihr? Ich habe diese Leute glücklich gemacht, nicht wahr?
Das ist doch Elfen. Und ich habe dem Mann eine Ziege gegeben. Nun gut, ich konnte ihn später nicht finden, aber ich habe es versucht. Ja, ich weiß, dass ihr es versucht, aber ihr tut den Menschen versehentlich weh. Seht ihr, die Ziege, die ihr gefunden habt, gehörte einem Bauern. Ihr hattet es nicht gewollt, aber ihr habt ihm die Ziege gestohlen. Und diese Getränke, die ihr gekauft habt? Ja. Ihr habt nicht dafür bezahlt. Das hat der Besitzerin der Taverne geschadet, weil sie das Geld für diese Getränke verloren hat. Oh nein. Ich dachte, dass ich etwas Gutes getan hatte. Ich bin zu nichts gut. Nein. Ich kann einfach nichts richtig machen. Geht weg, Avatar. Ich will nicht, dass ihr mich seht. Ich will mich von einem Felsen stürzen und umbringen. Nein, bringt euch nicht um, Evidius. Warum nicht? Weil ihr ein guter Mensch seid. Ihr versucht, gute Taten zu vollbringen. Ihr braucht nur ein bisschen Rat, das ist alles. Wirklich? Ja, wirklich. Ihr müsst aufhören, euch für mich auszugeben. Ihr könnt ein guter Mensch sein, wenn ihr nur einfach ihr selbst seid. Von jetzt an, wenn ihr helfen möchtet, haltet ein und denkt zuerst, ob euer Vorhaben versehentlich jemandem wehtun könnte. Glaubt ihr, dass ich es schaffe? Ich weiß, dass ihr es schaffen könnt. Wenn ihr glaubt, dass ich es schaffen kann, muss es so sein. Ich werde einfach ich selbst sein. Hab Dank, Avatar. Und so haben wir ihn davon bewahrt, sich selber zu töten. Ja, manchmal braucht man bloß ein bisschen Rat. Er liebt mich nicht. Ich habe nur noch Schamgefühle, seitdem ich alle Leute belüge. Aber ich brauche Zuwendung, Avatar. Und der Bürgermeister? Denkt ihr, er liebt mich? Er liebt mich? Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Der Bürgermeister? Möglich. Muss ich mal fragen. Ich weiß es nicht. Aber das ist die Sache, das musst du selber herausfinden, Evidius. Du musst es selber herausfinden. Oh. Was für eine merkwürdige Episode. Und er will nach Destad gehen, um einen Drachen zu töten. Ganz ehrlich, ich habe einen Drachen besiegt und naja, er wirkt nicht gerade so wirklich kompetent im Kampf. Ich würde es an deiner Stelle lieber lassen. Du kannst lieber versuchen, Leuten beim Taschentragen zu helfen oder sowas. Klein anfangen, okay? Das ist schon cool. Und dann irgendwann vielleicht, wa? Und kümmere dich erstmal um Riesenratten und sowas. Bevor du dich an Drachen wagst. Hat er sonst. Es gibt noch einen Dialog, den ich jetzt nicht durchgespielt habe. Deshalb will ich nochmal mit ihm reden. Ja. Hallo, Avatar. Evidius, falls ihr ein guter Mensch sein wollt, seid nur ihr selbst und folgt den Tugenden. Danke. Nett, dass ihr mir das sagt, aber ich kann nicht nur einfach ich selbst sein, weil ich nun mal kein guter Mensch bin. Daher ist es besser für mich, ihr zu sein. Vielleicht könnte ich ein guter Mensch sein, wenn ihr eine Weile ich sein und dann ich ihr. Und dann wäre ich wieder ich. Nur eben besser. Willst du mich klonen? Nee, das geht irgendwie um Identitätswechsel hier. Was? Ach, nö. Haben wir jetzt einen Lehrling dadurch? Das ist der Lehrling des Avatar. Nach all den Abenteuern ist das die Person, die hier gelandet ist in Britannien. Wie habt ihr den Menschen geholfen? Ich habe noch keine Monster umgebracht. Wartet, nicht so schnell. Und ich ich bin. So. Ich habe. Sonst noch was? Ich habe nur noch. Nö. Okay. Und das war dann die Evidus-Geschichte. Ich traf auf Evidius, einen Verrückten, der glaubte, er könne der Avatar sein, indem er versucht, mich nachzumachen. Ich bin sicher, dass er es gut meint. Was für ein Narr. Das ist ein bisschen negativ. Ich kann kein Böse sein, der gute Absichten hat und einfach nur wie so ein Kind halt das, dann die Folgen nicht übersieht. Ja, weil das Blödeste, was da ja passieren kann, ist, dass derjenige sich dann verraten fühlt und dann böse wird. Das wäre natürlich noch dümmer als alles andere. So wie es aussieht, ist diese Krabbe immun gegen meine Pfeile. Was Sinn macht. Okay, weißt du was? Gringolette, komm her und hilf mir. So. Da 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 da.
YOLO's Bow. Dann können wir uns eigentlich auch wieder zurückbegeben. Wenn wir nach Norden gehen, finden wir, glaube ich, da vorne so eine Hütte. Wir sind mal drüber weggeflogen. Und da kommt eine eingestürzte Brücke. Ich kann mal gucken, was da ist. Abgesehen von meinen guten alten Freunden, den flüchtenden Bogenschützen. Oh, ein Junge. Piraten. Lass das Kind in Ruhe. Das Kind kann nichts dafür. Wo ist das Gold? Irgendwo anders. Kann man da irgendwie hochkommen? Man kann. Okay, ist hier eine Pflanze. Au. Ziemlich gefährlich. Sehr gefährlich. Ich muss hier weg. Ich muss schleunigst weg. Das ist gefährlicher als gedacht. Oh, da ist noch eine neue. Was? Wo kommst du denn auf einmal her? Okay, unterschätzt. Die ist tot. Gut, erledigt. Mann. Wahrscheinlich habe ich einfach nur nicht getroffen. Da oben ist einer. Wie kommt man da noch hoch? Wow, das Gold fliegt aber auch aus ihm raus. Ne? Wie soll man da hochkommen? Vielleicht mit einem Schwebespruch? Aber hier, hier, okay. Nicht ganz. Natürlich, wie immer kann ich rüberfliegen. Ich dachte, vielleicht kann ich es ja auch irgendwie sonst schaffen, aber es gibt keine Anhöhe in der Nähe, die so erreichbar wäre. Vielleicht von hier? Naja, das reicht auch nicht aus. Nö, dann weiß ich es allerdings nicht. Ich flieg mal da hoch. Finde was Gold, 100 Münzen noch, die Pfeile. Vielleicht, wenn man irgendwie da oben auf dem Gebirge steht und hier runterspringt. Aber wer macht sich denn den Umweg? Das ist dann meine Frage an der Stelle. Okay, da war ein Junge. Was machst du hier draußen unter all den Piraten und tödlichen Pflanzen? Wo ist er denn? Ist er weg? Hi. Seid vorsichtig. Hier draußen ist es einfach nicht sicher. Ja, habe ich gemerkt. Aber wieso bist du hier? Ah, und da sind wir schon bei der Brücke. Wir waren ja mal auf der anderen Seite. Da sind die Orks. Und weiter im Norden liegt dann Wrong. Und da in der Richtung liegt Yu. Wo ist der Junge? Eine Frau? Habt ihr einen Jungen hier gesehen?
Verdammt, hier oben ist es kalt. Vielleicht sollte ich ein Feuer machen. Oh, auf diesem Weg wird es wirklich kalt. Na gut, im Norden sind ja auch die Eisberge. Und aber da drüben ist ein Feuer, da könnt ihr euch dann aufwärmen. Madame. Sehr befremdlich. Junge! Bist du? Dann nehme ich mir das Gold hier noch mit. Der Abfall mit dem verdorbenen Kohl. Der legendäre verdorbene Kohl. Der Zombie-Kohl. Das erinnert mich irgendwie an einen Manga, Dungeon Meshi oder Delicious in Dungeon. Ein wunderbarer Manga darüber, über eine Heldentruppe im Großen und Ganzen, die einfach Monster essen und zubereiten. Und die könnten wahrscheinlich auch aus dem Kohl, was hier aus den Zombies rausfliegt, könnten sie sich auch nochmal ein leckeres Gericht zaubern. Ich persönlich empfehle diesen Manga jedem, weil er ist toll. Ich mache mich jetzt ein bisschen stutzig hier. Ich weiß, dass er hier ist. Und ich weiß auch, was sein Ding ist. Das ist nämlich ein nicht sehr angenehmer Geselle, der Junge. Hier ist wieder Jolos Hütte. Wo ist der Kerl? So, jetzt habe ich die Nase voll. Wo bist du? Gerade war noch da. Guckt man einmal nicht hin, ist alles wieder weg. Du bist hier. Ja, die Sache mit diesem Jungen ist, anscheinend sehe ich den jetzt nicht. Ich kann ja einmal neu laden, vielleicht taucht er dann auf. Fliegen wir ein bisschen. Fernglas. Wo kann er sich tummeln? Eigentlich ist es ganz gut, dass ich ihn nicht sehe. Das ist vor allen Dingen gut für ihn. Weil er gehört zu der Gattung nervige Kinder. Und das sogar noch potenziert, weil er kann irgendwie Feuerbälle schleudern. Und was er macht ist, er spricht uns nämlich an und verlangt, dass wir ihm Geld geben. Wie so ein Straßenräuber. Und einfach weil er ein Kind ist, sagt er, ich bin ein Kind, du musst mir Geld geben, du musst nett zu mir sein. Bäh. Und ich glaube, es gibt gar keine Möglichkeit, ihm Geld zu geben. Und wenn, es macht ja, ich meine, das ist sehr frech in jedem Sinne. Und wenn man dann einfach sagt, nö, ich gebe dir kein Geld, du bist viel zu frech. Was ja vollkommen Sinn macht, weil ich hätte ihm sicher Geld gegeben, wenn er nur freundlich gebeten hätte und das irgendwie erklärt hätte, warum er jetzt gerade Geld braucht. Aber das tut er nicht. Das ist eben die Sache, was macht man dann? Aber die Entscheidung wird einem dann abgenommen, wenn man das ablehnt erstmal, weil dann greift er einen an und man hat auch keine andere Möglichkeit, als ihn platt zu kloppen. Wieder so eine merkwürdige Sache. Aber deshalb sage ich, es ist ganz gut, dass er jetzt verschwunden ist. Das ist gut für ihn. Und Karma verliert man dadurch auch nicht. Das ist wirklich so eine Sache, wo selbst die Tugenden sagen, ja, der Junge ist einfach böse. Der muss weg. Eine ziemlich heftige Aussage. Aber das gab es ja schon mehrmals in Ultima-Spielen. Als hätte Richard Garriott irgendwas gegen Kinder. So kommt einem das dann vor, weil es gibt mehrere Spiele, wo man tatsächlich Kinder töten kann in dem Spiel. In den Spielen Ultima. Ist nicht häufig, es passiert nur einmal im ganzen Spiel dann oder so, aber
Dass es überhaupt drin ist, ist schon... Ah, hier geht's auch runter zu den Ruinen, okay. Trotzdem ist es, sehr, sehr, so ein bisschen, okay. Ist das noch witzig oder ist das schon bedenklich, diese Idee? Was für Werte werden hier vermittelt, Mr. Garriott? Ja, nicht frech sein vielleicht. Bup. Ich meine, sie müsste eigentlich auch noch was zu sagen haben. Avatar, hab noch mal. Aber tut sie nicht. Okay. Skelette? Was zum Geier ist da los? Oh ne, Absturzgesellen. Absturz ist möglich. Deshalb starte ich eine neue Aufnahme. Dann wollen wir mal unserem Kumpel da helfen. Komm her, Skelett. So, was ist hier los? Seid gegrüßt, Avatar. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Mhm. Eure Neuigkeiten sind bestimmt nicht so schlecht. Sind sie doch. Bevor ihr den Schrein repariert habt, wurde ich einfach nicht mehr mit diesen toten Kreaturen fertig und bin abgehauen. Hm. Durch meine Nachlässigkeit konnten ein paar Untote entkommen und in der Stadt umherziehen. Das ist nicht so schlimm. Untote zu vernichten macht Spaß. Nee, das ist kein Spaß. Heißt das, dass Untote durch Britain streifen? Wisst ihr, sie sind nicht in der Stadt selbst, sondern eher in der Umgebung. Die Schlimmsten sind in einem alten Haus westlich der Stadt. Ein bisschen Hilfe, um diese Skelette loszuwerden, wäre sehr schön. Skelette? Ja, zwei davor und eins im Haus. Es sind also drei? Ja, das ist richtig. Das dritte ist wirklich übel. War wohl mal ein Pirat oder so. Das ist ja großartig. Und was am dritten interessant ist, es hat einen großen Rubin in einer Augenhöhle. Wie nett. Ich verschwinde wohl besser. Ich muss mich vergewissern, dass keine weiteren Untoten entwischen. Lebt wohl. Dann mach es nicht noch schlimmer. Seid gegrüßt, Avatar. Welche schlechten Neuigkeiten? Bevor ihr den Schrein repariert habt. Das ist nicht so schlimm. Untote zu vernichten macht Spaß. Wirklich? Ja. In einem alten Haus westlich der Stadt gibt es einige gruselige Skelette. Gruselig? Ein bisschen Hilfe, um sie loszuwerden, wäre sehr schön. Hört sich gut an. Wenn ihr schon dabei seid. Außerdem ist da ein Skelett mit einem großen Rubin in einer Augenhöhle, das allerlei Schwierigkeiten macht. War wohl mal ein Pirat oder so. Hervorragend. Übung macht den Meister. Gut. Ja. Dann verschwinde ich wohl. Ja, super. Skelette. Wunderbar. Meine absoluten Lieblingsgegner. Oh, super cool. Oh, ich liebe sie. Skelette. Mehr davon. Oh, her damit. Übung macht den Meister und so. Okay, hier sind die zwei. Schlaft ihr? Take that. Ich meine, wenn ihr mich nicht angreift, ich greife euch an. Ich habe da kein Problem mit. Ich bin der Anti-Skelett-Meister. So, wo ist das Superskelett? Bist du das Superskelett? Anscheinend war es das. Ein geschliffener Rubin. Wer nicht hören will oder reden will, muss fühlen. Das sind mal Treppen. Wenigstens. Wunderbar. Okay, das finde ich witzig. So, das waren die gefürchteten Skelette. Ah, Moment mal. Kriegen wir dafür keine Belohnung? Ist das alles, was wir kriegen? Ein Rubin? Ist das schon alles? Ja, anscheinend war es das.
Ein Rubin, ein geschliffener. Ja, ist ja auch etwas. Es ist ja nicht nichts. So. Seid gegrüßt, Avatar. Habt ihr das bemerkt? Das Ritual der Beschwichtigung hat gut gewirkt. Hm. Es gibt fast keine Untoten mehr, mit denen man fertig werden müsste. Verzeiht, aber ich muss von dannen ziehen. Lebt wohl. Okay. Kriegt dann wenigstens Karma? Seid gegrüßt, aber verzeiht, aber ich muss von... Na gut, dann war's das eben. Nee. Ich brauche keine Belohnung. Ich mach das aus freien Stücken. Allerdings muss ich ja ein bisschen meine Sachen ablegen. Knochenfreunde hier. Hier im Gasthof. So, die Zeche ist bezahlt. Den Bogen brauche ich auch nicht mehr, aber den kann ich woanders besser ablegen. Namentlich bei Lord British. Seid gegrüßt, Avatar. Ihr habt eine... Lebt wohl. Nun gut, das ist immer noch derselbe Dialog, obwohl wir Evidus jetzt überzeugt haben. So ein ungezogener Junge. Na. Das war gar nicht ihr, sondern vielmehr ein schrecklicher Doppelgänger. Ja. Bin froh, dass wir dieses kleine Mysterium gelüftet haben. Mhm. Nun, wie wär's mit einem Drink auf meine Rechnung? Auf deine Rechnung jetzt? Das klingt cool. Alles ist so viel besser geworden, seit ihr eingetroffen seid, Avatar. Aber sie verkauft mir jetzt gar nichts mehr. Seid gegrüßt, Avatar. Ihr habt... Wovon redest du? Als ihr neulich hier... Und nichts bezahlt. Ja. Ja. Das war ich nicht. Evidius hat sich für mich ausgegeben. Yeah. Evidius hat also wieder andere Leute nachgemacht. Da hat er uns alle genagt. Macht es euch was aus, wenn ich allen erzähle, dass ich mit dem Avatar getrunken habe? Hm. Ist eine gute Geschichte. Lebt wohl. Nun gut, lebt wohl. Ja, von mir aus kannst du das machen. Ich habe hier keinen Stock im Arsch. Soll ja nicht heißen, der Avatar sagt, trink kein Alkohol. Man darf ab und zu mal ein Schlückchen wagen. Das ist nur nicht übertreiben. Avatar, ich bitte um Verzeihung für meine Anschuldigung, dass ihr gestohlen habt. Ja. Ich werde nie wieder an euch zweifeln. Ah, du darfst ruhig zweifeln. Das ist bloß so, du brauchst auch Beweise. Ja. Ein bisschen gesundes Zweifeln ist ja... nie verkehrt. Das ist wieder mal so eine Sache von der goldenen Mitte. So, du weißt jetzt hoffentlich auch, dass ich nicht der Ziegendieb bin und diese Ratten. Schön, euch zu sehen, Gefährte. Hi. Achso. Okay. Zumindest redet er nicht mehr davon. Das finde ich gut. Was haben wir sonst noch für Anlaufstellen hier? Es gibt hier noch einiges zu tun. Britoon? Ahoi, wie geht's denn? Ich heiße Giovanni, bin der Schmied hier. Ich habe alle möglichen Waffen, Rüstungen, alles, was der Abenteurer braucht. Was meint ihr? Kommt rein und schaut euch um. Wendet euch an meine Frau Alwyn, wenn ihr etwas kaufen möchtet. Okay. Ich dachte, ich könnte mit ihm jetzt reden über etwas. Und zwar über diese... Schwarzfelswaffe. Eigentlich müsste mir den Hinweis geben, dass ich in Trinsic jemanden finden kann, der mir aus Schwarzfels dann eine coole Waffe machen kann. Aber der Trigger existiert wohl nicht. Und auch sie müsste eigentlich noch was zu sagen haben, aber da macht sie auch nicht. Avatar habt noch... Es gibt noch eine andere Sache. Jetzt müssten wir dann mit... dem Bürgermeister reden. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ultima 9. Bis dann.